Hallo, hier wiederholen wir mal ein bisschen, was wir noch zum Thema Proportionalität kennen und packen es ein bisschen in diese neue Sprache von Funktionen. Und auch werden wir sehen, was Proportionalität grafisch bedeutet, was Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, und wie man vielleicht ein bisschen intuitiver darüber nachdenken kann, was Proportion bedeutet und was ein Proportionalitätsfaktor ist und nicht einfach nur naja, eine Kreuzregel oder so etwas Ähnliches verwendet. Also, eine Proportionalität ist ein Verhältnis zwischen zwei Größen, die man sich vorstellt als zwei Variablen. Oder man stellt sich typischerweise x als die unabhängige Variable vor und y ist davon abhängig. Also zum Beispiel hier habe ich eine einfache Situation genommen, in der y immer das 0,6-fache von x ist. Ja, man kann sich das auf mehrere Arten davon überzeugen. Zum Beispiel kann man feststellen, dass hier immer mal 0,6 genommen wird. 2 mal 0,6 ist 1,2. 5 mal 0,6 ist 3. Also, hier schauen wir immer das Verhältnis an. Also, ich könnte auch hier 12 durch 20 ist 0,6. 3 durch 5 ist 0,6. Dass ich hier überall dieselbe Zahl herausbekomme. So kann ich mir das bildlich, also mich davon überzeugen. Das heißt natürlich auch, dass ich aus y wieder das x bekomme, indem ich diese 0,6 herausdividiere. Also wenn ich y kenne, kann ich daraus das x finden. Also die Idee, welche der Größen die unabhängige ist und welche die abhängige, diese beiden Rollen kann man vertauschen. Eine andere Art, die Proportionalität festzustellen, ist, indem man sich schaut, wenn ich hier immer in x immer 1 dazu tue, dann wird auf der y-Seite immer 0,6 addiert. Jetzt im nächsten Schritt werden 2 dazu getan, also werden hier auch 2 mal 0,6, 1,2 dazu addiert. Und schließlich erkennen wir die 0,6 auch in der Tabelle selbst, nämlich es ist der y-Wert, der dem x-Wert 1 entspricht. So, also die allgemeine Form einer Proportionalität ist zu sagen, y ist ein gewisses Vielfaches von x, also von der Form a mal x, und diese Zahl a heißt Proportionalitätsfaktor. In unserem Fall ist a gleich 0,6. Das heißt, ich kann das x auch aus y bestimmen, indem ich das a herausdividiere. Das ist es, was wir hier unten gemacht haben. Und das heißt, x ist auch ein gewisses Vielfaches von y und der Proportionalitätsfaktor in diese umgekehrte Richtung ist der Kehrwert von a. Also zum Beispiel der Kehrwert von 0,6 ist 1, periodisch 6, also 5 Drittel. Das ist also der Proportionalitätsfaktor, um von y zu x zu kommen. Und schließlich könnte es ja sein, dass wir den Proportionalitätsfaktor selbst noch nicht kennen, nur x und y als Beispielwerte, dann würden wir also das Verhältnis y durch x berechnen, um a zu bekommen. So, es gibt auch eine grafische Bedeutung davon, nämlich diese hier. Wenn ich mir das also so aufschreibe, dann ist y ja eine Funktion von x und man sieht ziemlich schnell, dass das eine Gerade durch den Ursprung darstellt. Ich habe hier noch ein paar andere Beispiele. Also zum Beispiel habe ich hier einen Regler, um das a einzustellen. Also ich kann verschiedene Werte einstellen. Und ich habe hier auch ein Dreieck eingezeichnet, das den Funktionswert für x gleich 1 angibt. Also für x gleich 1 ist das y ja das a. Also was ich eigentlich mache, ist, ich stelle den Funktionswert bei x gleich 1 ein. Das heißt, dass dieses Dreieck wird steiler oder flacher. Also zum Beispiel für 0 hat es Steigung 0. Für a gleich 1 hat es gerade Steigung 1, das heißt 45 Grad. Für a gleich 2 hat es die Steigung 2 und je größer mein a wird, umso steiler wird meine Gerade. Ganz senkrecht kann ich sie nie bekommen. Und ich kann auch negative Werte für a haben. Also in der Graph dieser Funktion ist also eine Gerade, die durch den Ursprung geht. Man sagt auch eine Ursprungsgerade. Und die Steigung dieser Gerade erkennen wir in einem Steigungsdreieck, nämlich wenn ich um einen Schritt in x-Richtung gehe, um wie viel gehe ich dann in y-Richtung. Das ist typischerweise von dieser Form. In diesem Beispiel ist das a kleiner als 1, das heißt für einen Schritt in x-Richtung gehe ich 0,6 Schritte in y-Richtung. Und dann wieder in x-Richtung einen Schritt und in y-Richtung 0,6 Schritte. Ich kann auch größere Schritte machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, in x-Richtung gehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte.
dann muss ich in y-Richtung entsprechend 6 mal 0,6, 3,6 Schritte gehen. Wenn mein Proportionalitätsfaktor gerade gleich 1 ist, dann hat auch mein Graph die Steigung 1, also einen 45-Grad-Winkel zur Horizontalen. Er kann natürlich auch größer als 1 sein, dann bin ich steiler als 45 Grad. Und ich kann auch negative Proportionalitätsfaktoren haben. Dann geht meine Gerade nach unten, von links nach rechts. In der Proportionentafel will ich nochmal kurz darauf eingehen, wo man den Proportionalitätsfaktor kennt und die, wenn man zum Beispiel jetzt in einer solchen Tafel aus vier Werten einen der vier Werte nicht kennt, wie kann man den fehlenden berechnen? Einerseits erkennen wir den Proportionalitätsfaktor hier, das heißt der Faktor zwischen x und y. Man könnte sich das aber auch so vorstellen, wenn ich mein x hier in diesem Fall vervierfache, dann vervierfacht sich auch mein y. Das heißt, ich kann hier auch einen gemeinsamen Faktor erkennen. Auf diese Art kann ich auch Proportionentafeln vervollständigen. Schließlich noch ein paar Beispiele, wo Proportionen auftreten. Und davon kennen Sie sicher schon viele. Was ich hier noch kurz wirklich Ihnen zeigen möchte, ist, wie wichtig es ist, dass Sie auf die Einheiten achten, dass die Einheiten alle zusammenpassen. Und sonst können Sie so viel multiplizieren und dividieren, wenn Sie wollen. Wenn die Einheiten am Anfang nicht richtig gewählt worden sind, nicht zusammenpassen, dann ergeben die ganzen Rechnungen keine sinnvollen Zahlen. Also ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel der Stückpreis von einer Ware, zum Beispiel Äpfel. Dann wäre mein x-Wert die Anzahl von dieser Ware, also in der Einheit Stück, und ich würde das x mit einem Stückpreis multiplizieren. Also wie viel Franken kostet jedes Stück? Der Stückpreis hat also die Einheit Franken pro Stück. Und wenn ich also Stück mal Franken pro Stück multipliziere, bekomme ich auch einen Preis in Franken. Das geht natürlich auch für Waren, die nicht gezählt werden können, zum Beispiel die ein Gewicht haben, wie zum Beispiel diese Uranpellets. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Geld und vielleicht nicht gerade Schweizer Franken, sondern andere Währungen, in denen das gehandelt wird. Dann wäre also das Gewicht in Kilogramm der x-Wert und ich habe als Proportionalitätsfaktor den Preis pro Kilo und bekomme dann den Preis in der entsprechenden Währung, zum Beispiel hier in Dollar. Ganz klassisches Beispiel von Proportionalitäten ist auch eine Bewegung, das heißt der Zusammenhang zwischen verstrichener Zeit und zurückgelegter Strecke bei konstanter Geschwindigkeit. Das klassische Einheitenbeispiel ist, die Zeit ist in Stunden, die Strecke ist in Kilometern, der Proportionalitätsfaktor dazwischen ist in Kilometer pro Stunde. Achtung, das sind natürlich keine Kilometer, das sind Meilen. Wie schreibt man Meilen nochmal? Also die Einheit, nicht M, M ist Meter. Ich glaube einfach so hier. Und man kann natürlich auch dieses Spiel zwischen Strecke und Zeit in einer anderen Einheit machen. Ganz typischerweise in der Physik ist die Standardeinheit der Zeit Sekunde und die Standardeinheit der Länge Meter. Das heißt, die Geschwindigkeit ist in Metern pro Sekunde. Das heißt, hier muss umgerechnet werden. Und zwar ist der Umrechnungsfaktor, jetzt muss ich auch mal gucken, es ist in welche Richtung ist es mal 3,6, in welche Richtung ist es durch 3,6. Ja, in diese Richtung ist es mal 3,6, in diese Richtung ist es durch 3,6. Aber es ist hilfreich, wenn Sie sich selbst mal überlegen, wie rum ist es. Weil ich mir das selbst auch nie merken kann. Und ich muss mir immer mit den Einheiten selbst zusammenreimen, in welche Richtung nochmal dieser Faktor funktioniert. Ein weiteres Beispiel in den Proportionalitäten vorkommen ist die Umrechnung von Volumen zu Gewicht oder umgekehrt. Das Volumen ist also typischerweise in Kubikzentimetern, was das gleiche wie Milliliter ist. Das Gewicht zum Beispiel in Gramm. Und dann habe ich eine Dichte in Gramm pro Kubikzentimeter. Und schließlich noch Konzentration. Das heißt, wenn ich eine Flüssigkeit habe zum Beispiel oder ein Gas und ich kenne das Gesamtvolumen und ich möchte wissen, welchen Anteil davon habe ich zum Beispiel in reinem Alkohol oder welcher Anteil der Luft ist reiner Stickstoff. Also ich stelle mir quasi vor, dass ich diese Flüssigkeit oder dieses Gas in eine Zentrifuge hatte und ich habe alle Stoffe voneinander getrennt und jetzt frage ich, ja, welcher Anteil davon ist denn bitte schön zum Beispiel reiner Alkohol. Dann hat A nämlich die merkwürdige Einheit Milliliter pro Milliliter. Das heißt gar keine Einheit. Und in diesem Fall nennt man das eine Konzentration. Und typischerweise wird eine Konzentration in Prozent angegeben. Also die Konzentration selbst, A, ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Aber ich schreibe das dann in Prozenten. Also zum Beispiel 0,45. Das heißt, der Alkohol zum Beispiel ist das 0,45-fache vom gesamten Volumen. Das schreibe ich als 45%. 100% ist also die Zahl 1 und 1% ist ein Hundertstel, die Zahl 0,01.